Einen wunderschönen. Ja, herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir sind hier stehen geblieben nach einem kleinen bärigen Massaker, würde ich mal sagen. Und wir haben schon so weit herausgefunden, hier wurden Menschen, die sich in Bären verwandeln, sogenannte Berserker, die wurden bewusst und absichtlich, so wie es scheint, zu Berserkern und haben hier einfach mal alles niedergerissen. Und mit einem Hinweis, oder wir haben einen Hinweis bekommen, dass wir Fjord kontaktieren sollen. Das ist ein Druide, der gegebenenfalls weiß, mit welchen Kräutern hier hantiert wurde. Das Schlimmste seit dem roten Begräbnis. Da sind weniger gestorben. Und kein Sohn eines Jahres. Wenn sich aufstellt, das Kraft. Freya, oh Mutter. Mit Freya, unsere Mutter. Möge die See die Verräter holen. Freya, unsere Herrin. Darf ich kurz stören? Das hast du bereits. Was gibt's? Irgendjemand hat eines der Metfässer mit Blut und einem Kraut oder Pilz verunreinigt. Ceres meinte... Gib mal das Horn her. Ich kenne diesen Geruch. Ein Pilz. Mardrömme. Mardrömme. Haben Mardrömme denn irgendwas mit Berserkern zu tun? Ja, aber nur in den Geschichten, die wir unseren Kindern erzählen. Darin heißt es, dass Krieger, die Mardrömme essen, sich im Kampfrausch in Monster verwandeln. Aber wie gesagt, das sind nur... Legenden, ich weiß. Aber es fällt mir leichter, an sowas zu glauben, als an irgendwelche Bären, die aus dem Nichts auftauchen. Ceres hat nicht gelogen. Du weißt gut über Pilze Bescheid. Das tue ich. Besonders, wenn sie den Geist beeinflussen, ihn beruhigen, Wachträume hervorrufen. Odalric hat viele Jahre gelitten. Ich habe versucht, ihm irgendwie zu helfen. Zuerst mit Beten, dann mit Mohnmilch. Aber inzwischen ist er davon los, oder? So schnell geht das nicht. Aber wir werden es ihm abgewöhnen. Ja, wir haben ja geholfen, ne? So, Mardrömme. Mardrömme. Nie gehört. Hier auf dem Festland hat einen anderen Namen dafür. Psilocybin, glaube ich. Richtig. Bauern nehmen ihn, um Schmerzen zu lindern. Das hat Udalric auch getan. Aber nur ein paar Mal. In großen Dosen rufen Psilocybin-Pilze Visionen und Albträume hervor. Mhm, ja, das Letzte, wovon Udalric noch mehr gebrauchen konnte. Danke für deine Hilfe. Blut und Mardrömme. Das Aroma von Menschenfleisch und einer Substanz, die Visionen hervorruft. Das könnte den Anfall verursacht haben. Vielleicht sogar die Verwandlung. Kann sein. Unwahrscheinlich, dass der Met erst in der Halle manipuliert wurde, vor so vielen Zeugen. Das stimmt. Ich habe bei den Vorbereitungen geholfen. Das wäre mir aufgefallen. Vielleicht ist es passiert, bevor die Getränke nach oben gebracht wurden. Im Keller. Komm, vielleicht finden wir dort ein paar Hinweise. Na denn, los, Ceres. Für den Kellergang müssen wir erstmal nach oben. Wir müssen die Verräter schleunigst finden. Sonst nehmen die Krieger die Sache in die Hand. In der Burg herrscht schon genug Aufregung. Glaubst du, sie würden Krach offen angreifen? Meinen Vater oder sich gegenseitig. Altes Gelliger Tradition. Wir hatten schon lange keinen Bürgerkrieg mehr. Ich wusste, es gibt Ärger. Es war alles viel zu ruhig. Seltsam. Das hat Arnwald auch gesagt. Dass auf guten Festen nicht nur Met fließen muss, sondern auch Blut. Der Wunsch ist ihm erfüllt worden. Entschuldigung. Ich hoffe wirklich, dass Hjalmar etwas Sinnvolles macht und nicht nur auf einen Kampf aus ist. Entspann dich. Dein Bruder ist ungestüm, nicht dumm. Wir bewahren den Alkohol am anderen Ende des Kellers auf. Komm, ich zeig es dir. Oh, Gestank. Ist das Wodka? Mahakama Schnaps. Da
Da hat jemand mehrere vorzügliche Fässer ruiniert. Da bin ich aber froh. Na? Blut und Pilze. Meinst du, wir finden raus, wo dieses Fass herkam? Sieht anders aus. Was zum... Scheiße. Der Schnaps! Da ist noch ein Ausgang hinter den Fässern. Aber sie sind zu schwer. Die kriegen wir nicht weg. Hab ich auch nicht vor. Na, da wollte uns doch jetzt jemand umbringen. Würde ich mal sagen. Götter, wir hätten bei lebendigem Leibe verbrennen können. Magie. Da legt aber jemand großen Wert darauf, dass wir die Nachforschungen einstellen. Ist das ein Geheimgang? Nicht geheim, eher kaum benutzt. Als Hjalmar und ich noch klein waren, haben wir hier gespielt. Einmal, ach, die Vergangenheit. Mhm. Wo ist denn dieser Gang? Ah, okay. Da wollte ich über die Berge mal rüber. Kann ja keiner ahnen, dass es hier unter Wasser, im Berg direkt drin ist. Wenn ich den Brandstifter erwische... Mal überlegen. Er musste den gleichen Eingang wie wir benutzen. Ob er Spuren hinterlassen hat? Vielleicht. Als die Tür zuschlug und das Feuer ausbrach. Hast du da auch eine Flasche bersten hören? Nein, aber ich habe auch nicht die Sinne eines Hexers. Du hörst ja bestimmt das Haar auf meinem Kopf wachsen. Nee. Ich versuche nicht zu lauschen. Komm, wir sollten den Eingang untersuchen. Mensch, das entwickelt sich richtig zum Kriminalfall hier. Wow. So, jetzt sind wir nämlich einmal im Kreis gelaufen. Und jetzt gucken wir mal. Da ist jemand durch den Met gelaufen. Und hinterlässt eine Spur. Ah. So, mein Freund. Die Spur bricht ab. Wir müssen einen anderen Hinweis finden, dem wir folgen können. Er muss gemerkt haben, dass sie gerissen ist, aber er war in Eile. Was ist das? Ein Stück Stoff. Das gibt es doch nicht. Was denn? Anwaltstunika. Nur er trägt sowas. Bist du sicher? Ich habe ihn in der Haupthalle mit den Bediensteten gesehen. Los! Oh oh. Anwalt, das war der, der uns in Empfang genommen hat, ne? Wenn ich mich nicht irre. Schau, das ist er! Nimm dir ein Pferd. Wir reiten ihm nach. Stopp, verdammt! Er wird nicht auf dich hören. Wenn ich den erwische! Du hast keine Chance! Das werden wir ja sehen! Ha! Erwischt! Warum hast du sie verraten? Rede, oder ich beende es. Kein Ankret sollte jemals auf Skelliges Thron sitzen. Ich kenne euch besser als jeder andere. Ihr seid heißblütig, unverantwortlich. Skellige braucht Stabilität. Einen starken König. Keinen, wie ihn die betrunkenen Jarls wählen. Interessant. Das höre ich von dir zum ersten Mal. Aber ich weiß, wer genau das Gleiche sagt. Es ist Birna Bran, nicht wahr? Du warst nie ein guter Lügner, Arnwald. Warum hat sie das getan? Das ist doch klar. Sie wollte die anderen Thronanwärter loswerden und dabei unseren Clan in Verruf bringen. Hm. Wenn sie Erfolg gehabt hätte, wäre Svanrig der einzige verbliebene Anwärter auf Skelliges Thron gewesen. Wir brauchen einen Beweis. Unser Wort gegen Birnas, das reicht nicht. Anwalt, hilf uns, dann wird Vater dir einen ehrenhaften Tod gewähren. Dafür sorge ich. Ich habe Briefe von ihr, mit Anweisungen, wie der Met zu vergiften ist. Aber sie hat nicht unterschrieben und es gibt kein Siegel. Wird das reichen? Muss es. Wir sollten nicht zögern. Zeit, die Jarls zu versammeln. Festung Kertrolle. Ich habe die Jarls im Rat versammelt, wie du verlangtest, Ceres Ankret.
Du behauptest zu wissen, wer hinter dem Massaker von Kaer Trolde steckt. Also sprich, das Blut der Söhne und Töchter Skelliges. Wessen Hand befleckt es? Die von Birna Bran. Die Kleine ist verrückt. Denkst du, dass dir jemand glaubt? Du hast veranlasst, dass dem Berserkern vergifteter Beet serviert wurde. Wie bitte? Ich befehlige doch nicht die Dienerschaft von Kaer Trolde. Dein Vater hat das Fest ausgerichtet und die Gäste versammelt. Da ist was dran. Hast du einen Beweis für deine Anschuldigung? Ich habe sogar einen Zeugen. Arnwald? Ceres spricht die Wahrheit. Birna hat mir befohlen, den Met zu vergiften. Als Ceres und der Hexer in den Keller gingen. Du hast uns verraten? Den Clan, der dich aufgenommen hat? Gute Leute, das ist ein Diener der Ankret, ein Lakai. Er sagt, was man ihm zu sagen befiehlt. Er würde lügen, selbst wenn es ihn den Kopf kosten sollte. Birna sagt die Wahrheit. Arnwald dient auf Kaer Trolde, seit ich denken kann. Treu wie ein Hund. Ich habe noch einen Beweis. Einen Brief von Birna an Arnwald. Mit Anweisungen, wie der Met zu präparieren ist. Der trägt weder meine Unterschrift noch mein Siegel. Aber das Pergament ist von Parfüm durchdrungen. Der Duft ist sehr stark. Man kann ihn immer noch riechen. Das soll dein Beweis sein, Mädchen? Das nennst du einen Beleg für meinen angeblichen Verrat? Wie amüsant. Na? Birna hat recht, Ceres. Das ist ein bisschen mager als Beweis für ein Verbrechen. Leider hat dein Bruder Chalmar auch noch nichts gefunden, was die Familienehre wiederherstellen könnte. Uns bleibt nur noch eins. Holger, Lugos, es ist Zeit, dass wir diese verdammte Burg verlassen. Kommt, wir müssen die Strafe für den Clan an Kret bestimmen. Ihr macht einen riesengroßen Fehler. Sei still, Streuner! Halt! Mutter! Du hast mich vor dem Fest aus der Halle geschickt. Warum? Sohn, nicht jetzt. Warum hast du das getan? Wie konntest du es wissen? Wie? Du schweigst also. Ihr habt Ceres nicht geglaubt. Ihr habt dem Hexer nicht geglaubt. Aber ihr müsst einem Sohn glauben, der die eigene Mutter beschuldigt. Das Massaker war ihr Werk. Sie hat Schande über sich gebracht, über mich, über die Familie, den Clan. Svanring, ich habe es für dich getan. Nur für dich. Du bekennst also die Tat. Als Ältester der Jarls wasche ich den Namen des Clans an Kret rein. Und dich, Birna, verurteile ich zum Tod. Sie springt. Du sollst an einen Felsen gekettet Hunger und Durstes sterben. Und die Seevögel sollen deine Überreste fressen. Tja, Watson. Springt doch nicht. Schöne Aussicht. Birna war machthungrig, das wusste ich. Aber dass er ein solches Verbrechen begehen würde... Und Svanrig? Was wird aus ihm? Er wird seine Heimat verlieren. Seinen Namen, seine Ehre. Er wird das Exil wählen. Oder den Tod. Genug. Was immer kommen mag, wir müssen durchhalten. Danke dir, Geralt. Erneut. Das ist nicht nötig. Genug der Bescheidenheit. Dies ist ein Land der Helden. Das soll dich daran erinnern. Und jetzt reite ich nach Gedinate, zur Ratsversammlung der Jarls. Es ist an der Zeit, einen König zu wählen. Und was denkst du? Wer wird gewählt? Komm mit, dann erfährst du es. Es kann sein, dass alle auf dein Urteil hören. Das würde ich jetzt gerne tun. Der Tod von oben, aha. Aber das machen wir später. Vielleicht komme ich später nach. Das hoffe ich doch. Ebenso wie meine Kinder.
Denn diese Entscheidung, die mache ich mir mit Sicherheit nicht so leicht, wie man sich das hier vorstellen könnte. Sicherlich, meine Präferenz ist die gute Ceres. Schon allein, weil das ja unmöglich niemals hier überhaupt ansatzweise und überhaupt eintreten hätte können vor wenigen Monaten, so wie es geschildert wurde. Ja, und einfach weil, warum nicht? Ne? Ich werde zwar ein bisschen Ärger bekommen, aber nur gut. Freunden zeigen wir das Herz. Wir beginnen, da ist der Jarl. Krach. Hallo Krach. Ja. Muss ich jetzt warten, bis du irgendwie getriggert werden kannst? Ja. Ja. Nein, nicht wegreiten. Nicht wegreiten. Nicht wegreiten. Nicht wegreiten. Na. Ich kann die Quest. Ich kann die Quest nicht machen. Ist das gemein. Okay. Dann probieren wir was anderes. Verdammt. Naja, was haben wir denn? Circa 15 Minuten auf der Uhr. Wir fragen Kevin nach dem Auftrag. Kevin. Kevan. So. Dann machen wir noch eine kleine Hexerquest hinten dran. Die sollte recht flink gehen. Gehe ich mal auch davon aus. So. Wo müssen wir hin? Da, wo Kevan ist. Ah, nach Svorlak. So. Hui. Hallo. Da steht er mit dem Schürzchen. Du bist nicht von hier, wie ich sehe. Was führt dich nach Spikarok? Ich habe die Nachricht gelesen. Ich höre, hier gibt es Arbeit für einen Hexer. Ja, meine Schwester nervt schon immer zu damit. Ich habe einen Aushang gemacht, damit sie Ruhe gibt. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass sich jemand dafür interessieren würde. Worum geht es denn? Der Verlobte meiner Schwester ist verschwunden. Die Leute sagen, er ist weggelaufen. Meine Schwester sagt, sie habe gesehen, wie er von einem Monster verschleppt wurde. Du glaubst deiner Schwester wohl nicht? Sie hatten gute und schlechte Zeiten. Nils ist ein notorischer Schürzenjäger und Britta ist nicht der einfachste Mensch. Okay. Aber Familie ist mir heilig. Nimmst du dich der Sache an? Na klar. Und nein, wir verhandeln nicht um das Geld. Mal sehen, was ich tun kann. Zuerst will ich mit deiner Schwester reden. Britt und Nils hatten einen Lieblingsort. Die Klippen nördlich des Dorfs. Seit er weg ist, wandert sie da herum. Danke. Ich gehe zu ihr. Okay. Oh, so. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sich schützt. So. Nicht? Da müssen wir hin. Ich hoffe für sie, dass sie recht hat, weil. Ja, wäre sonst ein bisschen schade. Okay, also hier, da steht sie ja. Hallo, Britt. Ich muss mit dir reden. Wer bist du? Lass mich in Ruhe. Nicht springen, komm. Hast du gesehen, wie Nils starb? Ich sah einen Schatten. Große Flügel, wie eine Wolke am Himmel. Dann hörte ich ihn schreien. Etwas packte ihn, riss ihn hoch und flog zu den Höhlen am Strand. Aber er lebte noch. Er schrie meinen Namen. Okay, dann lebt er noch. Ich kümmere mich darum. Ich sollte mich in den Höhlen umsehen, wie Britt erwähnt hat. Wo sind die Höhlen? Da sind die Höhlen. Dann nehmen wir doch unsere gute Plätze. Ja. Feine Plätze. Vorbei.
Und auf geht's. So, auf dem Zwischenweg, nee, als Zwischenschritt kriegen wir natürlich noch ein, na sagt schon, ein, ja, da lang. Ach, jetzt habe ich schon wieder einen Namen vergessen. Ein Fragezeichen Respekt, mitgenommen, das ist gut. Ja, Respekt, voll. Word. Was? Mach den fertig! Hey! Kommt. Da bist du hässlich. Ei. Was mit ihm hier? Ach, du springst runter. Und wusch. Psch, draußen steht noch einer. Was ist denn hier? Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja. Warum ist da das Wolf-Amulett? Ich habe ja so einen Verdacht. Der Verdacht geht in Richtung, was haben wir denn hier? Ja, ist schlechter, auf alle Fälle. Das ist auch schlechter, dafür, dass es ein Relikt ist. Erhöht aber die... Ja, schlechter die Angriffskraft. Okay. Ah, das Silberschwert ist auf alle Fälle besser. Chance auf Taumeln, Einfrieren... Ich behalte es erstmal noch. Gut. Aber er sagte, mit Umsehen. Ich habe das Gefühl, da ist ein Hexerzeichen gewesen. Und zwar ein verbesserter Sattel. Das sind Satteltaschen. Oh, können wir noch behalten, sollten wir dann aber verkaufen. Was? Ein Ballkopf. Da oben steht eine Kiste. Seht ihr das? Könnte das vielleicht... Da! Doch.
Okay, es ist möglich, aber nicht, wenn man rennt. Jawohl, ja. Und die meisterliche Wollhose, ja doch, ja doch. Die gucken wir uns mal kurz an. Handschuhe. Ja. Wir benötigen, die sieht gut aus. 34. Wir brauchen natürlich eine überlegene Wolfshose davor, ja. Oh, da haben wir ein bisschen was zu sammeln. Okay, nichtsdestotrotz, wir haben jetzt das. Plötze. Da steht Plötze. Und. Ach, hier gibt es einen Schnellreisenpunkt. Toll. Wir sind sowieso gleich da, wo wir hin wollten. Aber das hat sie richtig toll gesehen, ja, dass er bis hierhin geschleppt wurde. Ach, Krabben. Mr. Krabs. Dem nichts passiert. Okay. So. Halt. Und los geht's. Aasgestank. Ertrunkene könnten Nils unmöglich hochheben. Bärenarmbrust. Und wer ist Inge Borga Kalebs Dotter? Meine liebste Ingeborger, am ersten Tag des Sommers im Fort Turjusic eingetroffen. Dort hielt er sich auf und leerte mehr als ein Fass Met mit dem Jarl. Bald waren sie dicke Freunde. Eines Tages dann ließ Jarl Torgeir mich rufen. Nach Spikerok sollte ich mit ihm segeln und ihm zeigen, wo die meisten Sirenen zu finden seien. Ich übertreibe nicht, meine kleine Gemse, wenn ich dir sage, dass ich meinen Lebtag keinen Krieger wie ihn getroffen habe. Er ist schlüpfrig wie ein Aal und stark wie ein Bär. Als die Sirenen auf uns eindrangen, hatte ich meine Axt noch gar nicht richtig gepackt. Da hatte er sie schon alle niedergemacht. Und seine Waffe, solcherlei sah ich nie, eine Armbrust, aber so klein, dass er sie einhändig führt. Ich weiß, dass er eine Zeichnung davon in den Satteltaschen mit sich führt, weil ich sie sah, als er packte. Wenn er schläft, werde ich versuchen, eine Kopie anzufertigen, die ich unserem Schmied auf Anskellig geben kann, auf dass er weitere Armbrüste anfertige. So können wir uns vor den Sirenen schützen, falls sie zurückkehren. Sobald der Tag anbricht, verschwinden wir. Es kommen immer mehr Sirenen. Meine Hände sind taub vom Schwertschwingen. Ich bin erschöpft. Doch der Gedanke an dich gibt mir Kraft. Der Rest des Briefs unleserlich. Ja. Wollen wir mal gucken? Was macht ihr denn hier für einen Stress? Ach, du lebst ja noch. Entschuldigung. Halt. Sirenenspuren. Sehr große Sirene. Noch eine? Seltsame Farbe. Das ist keine gewöhnliche Sirene. Na, kommt. Na. Daneben gehauen.
Wo ist der Rest? Seltsame Farbe. Das ist keine gewöhnliche Sirene. Wo geht's hier hin? Vermutlich raus. Gehen wir mal wieder reingucken. Hier gibt es nichts weiter. Halt. Haben wir das? Die Schleifspur. Hat es doch was hiermit zu tun? Oder hat's, ist es von hier losgegangen? Das kann natürlich auch sein. Nee, hier ist noch. Oh oh. Ist er das? Sieht so aus. Das muss er sein. Ein Monster hat ihn aus großer Höhe fallen gelassen. Britt hat nicht gelogen. Na, komm her. Ach, Mist. Aber nicht runterrollen. Ich vielleicht hin? Nein. Ich mach dich auch mit der Armbrust platt, also ich habe damit kein Problem. Na? Muschel. Assassinenhose. Und eine Trophäe von einem neuen Viech. Mit dem Messer. Gut. Was bringt uns diese Trophäe? Das ist eine Waldschrat-Trophäe. Nö. Die Assassinenhose ist besser. Sehr viel besser. Die ziehen wir auch an. So. Ich meine, viel bringen die ja nichts. Achso, hat sie... Bonusgold. Naja, okay. Kann man drüber diskutieren und streiten. Aber nichtsdestotrotz. Ja. Wo sind wir jetzt? Der alte Wachturm. Nun gut. Bevor wir jetzt hier zurücklaufen, die Quest schließen wir dann in der nächsten Folge. Ui, was haben wir denn da? Das ist, glaube ich... Nee, das ist ein Ort. Okay, nichtsdestotrotz, die Quest schließen wir in der nächsten Folge ab. Denn ich denke mal, ich muss euch jetzt nicht zumuten, dass wir da jetzt hinlaufen, aufgezeichnet, um die abzugeben. Das heißt, die Abgabe erfolgt dann... So wie es sein soll. In diesem Sinne.
wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt und ihr davon mehr sehen wollt, so oder so, gebt mir einen Daumen nach oben, da freue ich mich drüber. Wenn ihr auch was schreiben wollt, kommentieren wollt, was war gut, was war schlecht, immer zu. Konstruktive Kritik ist immer das Beste, was man kriegen kann und machen kann. Und wer es noch nicht getan hat, einfach abonnieren. Danke. Bis dahin. Ciao.